Ja, natürlich, letzte Heimspiel in dieser Saison wollen wir unbedingt die 3 Punkte hier lassen. Ja, das ist genauso abgelaufen wie letzte Woche in Stuttgart. Heimmannschaft war aktiver, ein bisschen emotionaler. Ich hatte in Führung gegangen, hat vergessen, zweite Tor zu machen und dann kommt die zweite Halbzeit, dann ein Gast und zeigt Reaktion und geht im Ausgleich und so weiter. Und zum Schluss kannst du auch so sagen, 50-50 spielen, alle offen und so weiter. Das ist so, ist Bundesliga momentan leider mit uns heute so passiert, dass wir haben in der ersten Halbzeit zweite Tor nicht gemacht und zum Schluss musst du dann zittern, dass ob das kriegst du noch ein Gegentor und so weiter. Das akzeptieren wir. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Und, ja. Aber insgesamt, wir haben eine echt gute erste Halbzeit diszipliniert und sehr gut gespielt. Wir haben unsere Chance da nach vorne gesucht. Standardsituation hat endlich geklappt. Was haben wir da trainiert? Das hat uns auch richtig gefreut. Und ja, sonst. Ja, wir müssen weiter schauen nach vorne und müssen wir versuchen von 2 Spielen jetzt im natürlich Gladbach-Pokal und der letzte Spiel in Frankfurt Gutes was machen und was gibt's da und da müssen wir positiv denken und auf uns glauben. Dankeschön.